Hola, wir sind hier im Model Penthouse und ich zeige euch jetzt eine kleine Roomtour, wie es hier aussieht und wie die Models hier wirklich leben. Deswegen kommt mal mit. Ich klopfe mal an. Hi, wir drehen hier eine Roomtour tatsächlich. Dürfen wir? Dürfen wir? Okay, wir dürfen rein. Wer schläft wo? Ich schlafe hier unter Dominik C, also die Double D's. Da schläft Marvin, da schläft Lukas und da schläft Felix. Und da schläft Felix. Bist du von ProSieben? Ich bin von ProSieben heute, ja. Tatsächlich, ja. Steht mir, ne? Das rote Mic steht mir. Ich gehe mir weiter ins Bad. Steig mal übers Kabel. Jermaine, das machst du aber super. Ich weiß. Deswegen, wir gehen jetzt ins Bad. Hier wurde nicht gespült. Und keine Ahnung, wer jetzt das letzte Mal war. Bevor wir in das nächste Zimmer gehen, haben wir jetzt noch ein kleines Missgeschick, was hier passiert ist. Und was ist da genau passiert? Ja, unser Spiegel ist kaputt gegangen, wie man wirklich erkennen kann. Ein bisschen. Marvin hat diese Kommode aufgemacht und dann leicht gegen den Spiegel gerammt. Was dazu geführt hat, dass der Spiegel leicht kaputt gegangen ist. Aber Scherben bringen Glück, deswegen ist es okay. Spiegel bringt auf jeden Fall super viel Glück, also wenn der kaputt geht. Es ist ein bisschen wie unser Lifestyle, ein bisschen wild. Und deswegen fühlen wir uns hier sehr, sehr wohl. Das hast du toll abgelesen. Weiter geht's. Machen wir weiter. Hi. 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 So, zeig mir doch mal das Badezimmer. Alter, ist euer Badezimmer schön. Toilette. Weißt du was? Ja. Unsere Toilette, während man kackt, man kann ganz L.A. genießen. So. Komm mal rein. Vor morgens, ich genieße ganz L.A. Und abends auch, nach wenn dunkel ist, diese ganzen Lichter sind an. So. Das ist einfach crazy, ey. Das ist mir auch schon aufgefallen. Beim Pinkeln echt toll, wirklich. Hier appreciaten wir kurz meine Schönheit. Danke, weiter geht's. Wir machen weiter mit dem wohl mit dem tollsten Raum. Und das ist der Catwalk-Raum. Wir laufen, komm mal mit. Hier kann man so viel, also hier üben wir, hier laufen wir. War schon toll, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, 1 bis 10. Und wer euer Fave bis jetzt ist. Wen findet ihr super sympathisch, wen findet ihr nicht so sympathisch? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, weil mich interessiert das und uns alle interessiert das. Machen wir weiter, ne? Das Wohnzimmer, da kann man auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Ja. Machen wir weiter mit der Küche, mit dem schönsten, weil ich liebe Essen, jeder liebt Essen. Ich weiß nicht, zu Hause, ich habe so eine kleine Küche und deswegen bin ich hier so voll überfordert, weil es ist so alles so XXL, so auch dieser Kühlschrank, also der ist fast so groß wie ich. Machen wir weiter. Das ist Fabienne. Hi. Was machst du hier gerade? Wir machen Fischstäbchen mit Pizza. Aber die können noch ein bisschen. Tolle Kombi, tolle. Weiter, bevor hier sich noch jemand alles verbrennt. Und jetzt bin ich überfordert, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Zimmer sind. Ist hier ein Zimmer? Ich glaube, hier ist ein Zimmer. Hi, was ist deine Aufgabe hier gerade? Gerade habe ich keine Aufgabe. Ich habe gerade noch einmal einen überprüfenden Blick ins Bad geworfen, weil ich ja wusste, dass ihr kommt. Einen überprüfenden Blick. Wenigstens ein Zimmer, das vorbereitet ist. Wir haben am wenigsten Platz im Bad und ich finde, wir haben es ganz gut hier aber ausgenutzt. Euer halbes Bad ist halt einfach eine Dusche. Ja, ist so. Weiter geht's. Wir haben hier ein Viererzimmer, aber wir haben 6 Mitbewohner. Wie denn 6? Wie? Das ist Jana. Das ist Stella. Hallo. Komm mal mit. Das ist Ronaldinho. Ah, cute. Ja, süß. Und die Katze macht mir Angst. Die ist echt. Bruder. Sie hat mich gefragt. Super. Das ist klein, aber fein. Aber euer Zimmer ist süß und so ordentlich. Also ich glaube, wir haben das kleinste Zimmer. Ich weiß nicht, ob du alle schon gesehen hast, aber ich glaube, wir haben das kleinste Zimmer. Aber wir fühlen uns hier sehr wohl, auf jeden Fall. Erzählt mal was. Komm, wie findet ihr es hier? Crazy. Das ist crazy. Also Leute, die Model-Villa, das Penthouse ist so eines der krassesten Sachen, wo ich jemals drin war. I mean, just look at it. Ja.
Es ist krass, vor allem das Badezimmer. Ich glaube, das Badezimmer ist echt, finde ich, für mich das Highlight, ja. 100%. Vor allem, wir gehen immer duschen und wir sind so... Ja. Die sind übrigens in dem tollen Zimmer, in dem größten Zimmer. Ja. Was ist das für ein Badezimmer? Das, finde ich, ist wirklich das Highlight. Das Highlight, okay. Das Highlight dieses Penthouses ist sowieso für mich das Badezimmer. Und hier haben Khadija und ich absolut Konzerte. Wirklich an ganz L.A. Also der Hall ist so krass hier. Und wenn du wirklich, du kannst da fast mehr als 2 Stunden einfach stehen, weil, ja. Guck dir das mal an. Go! With somebody who loves me. Somebody. Ich dachte, du machst jetzt das. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Hier sehe ich Bikinis für 5,99 € im Angebot. Falls Sie was brauchen, können Sie hier gerne zuschlagen. Oh, oh. Jetzt kommt unser Schlafzimmer. Ihr habt aufgeräumt vorher, oder? Nein. Ihr habt auch. Lügt nicht. Das erste Zimmer, wo ich drin war, der Spiegel war kaputt, die Sachen fliegen rum. Ich dachte wirklich, I'm in the ghetto. Was ist das? Was ist das? Das ist Lit Wine. Und das ist Khadija. Das waren die einfallsreichsten Namen, die ich jemals gehört habe. Oh mein Gott! Wir teleportieren uns jetzt auf unerklärbare Weise einfach mal nach oben zum Pool. Wir sind oben. Hätte auch keiner gedacht, dass wir uns so schnell hier hoch teleportieren. Das ist so toll. Dieser Pool ist so schön. Wow! Oh! Alright, Leute, das war's mit der Penthouse-Tour. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.